Ja, Hallöchen, willkommen zurück zu ja, Black Set, andere Skin unter der Haut. Boah. Also, hier war ich letztens stehen geblieben. Ich möchte jetzt auf keinen Fall, ja, ich habe nachgeschaut. Das Spiel hängt wirklich überall, ob das auf dem PC oder sonst wo ist, aber darauf möchte ich nicht eingehen. Das ziehen wir jetzt durch. Ich habe einmal angefangen und das wäre natürlich Quatsch, wenn ich jetzt aufhören würde. Also, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ich trinke wie. Nein. Hier ein Tipp für angehende Detektive. Tut so, als hättet ihr ein Alkoholproblem. Klienten stehen voll auf Stereotype. Der wahre Grund? Mit Tequila mache ich meine Dietriche sauber. Ich war gerade damit fertig, als dieses Nashorn reinkam. Vielleicht sind sie bei dem Kampf ja runtergefallen. Also ich habe jetzt nichts getrunken. Das ist schon mal gut. So. Ich meine jetzt hier im Spiel, ja, ich auch nicht, aber. Ja, wisst schon. Der gute alte Wheatley hat bei diesen Fotos ganze Arbeit geleistet. Vielleicht soll ich ihn mal anrufen. Wobei ich hoffe, dass er niemals erfährt, dass ich ein gesalzenes Schweigegeld ausgeschlagen habe. Ja, stimmt. Ach, Moment, Moment. Der Revolver war doch da noch drin. Das kann ich dir nur nicht mehr anschauen. Okay. Sei's drum. Manchmal tippe ich darauf auch Berichte, die kein Schwein liest, und Rechnungen, die kein Schwein bezahlt. Okay, ja. Wir waren beim Sofa angelangt. Moment, hier war noch was anderes. Wir wollen da nichts übersehen. Nein, jetzt nicht anfangen mit Trinken. Riecht gut. Hat noch besser geschmeckt an dem Tag, als Mirnov mir den zum Dank für einen Gefallen mitgebracht hat. Einen Gefallen, für den ein Bulle niemals bezahlt werden sollte. Kommissar Smirnov hat diese Zigarette geraucht. So wie er die ausgedrückt hat, war er ziemlich nervös. Kommissar Smirnov. Ist klar. Wir kommen nicht dran, ja. Muss ich da etwa, wenn ich hier nichts finde, mir von wo ganz anderswo was holen? Ich kann es mir vorstellen. Ach nein, nein, nein. Kommando zurück. Das Sofa verschieben, ja. Die meisten Detektive fühlen sich mit einer Pistole in der Tasche wohler. Mir persönlich sind Dietriche lieber. Immerhin kann ich mir bei diesen kleinen Kerlchen sicher sein, dass die nicht nach hinten losgehen. Ja, wer klingelt denn da? Wo zur Hölle warst du bloß, John? Ich dachte, du bist an dem Fall dran. Ich musste was erledigen, aber ich bin sofort wieder da. Du hast einen beschissenen Eindruck hinterlassen und jetzt will Sonja sich das mit dir nochmal überlegen.
Das glaube ich kaum. Okay, dann zurück zum Tatort. Das habe ich ja alles. Gehen, gehen. Im Nachhinein wünschte ich, dass ich meine Dietrich hier nie gefunden hätte. Dann wäre ich vielleicht nicht zurück zum Boxclub gegangen. Ich stieß das Tor zur Hölle auf. Bobby Yales Wohnung lag auf dem Weg, also beschloss ich, mitsamt meinen Dietrichen vorbeizuschauen. Der Boxclub konnte warten. Ja, die Dietrich, ja, aber die brauche ich doch sowieso. Irgendwo brauche ich die, also. Ja. Quatsch, wenn ich die da gelassen hätte. Ich muss doch weiterkommen. Sonja und Jake hatten bereits alles durchsucht, ohne Ergebnis. Ah, okay. Da war es doch gerade. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich zeigen und... Sehen, sehen. Lange nicht gesehen. Wie sich das Blatt doch wendet. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Und jetzt geh, bevor mein Partner... Scheiß Katze. Oh Mann. Gut gemacht. Gut. Also. Wie wär's hiermit? Für jede falsche Antwort ziehe ich dir eins mit meinem Knüppel über. Abgemacht? Reg dich ab, ja? Rache ist ein Gericht, das am besten... Falsche Antwort. Zweite Frage. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich bin Privatdetektiv. Sonja Dunn hat mich angeheuert, um Bobby Yale für sie zu finden. Ich hasse Privatdetektive. Im Ernst, was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich schwör's, ich bin Detektiv. Und ich schwör, dass ich Detektive hasse. Im Ernst, was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ein Kleeblatt? Ist der Ihre? Na, ob mir das jetzt hilft. Weil... Ich glaube... Sollte jeden Moment anschwellen. Ich glaube, die Antworten, die sind ziemlich... Ja, das hatte ich doch schon. Es schlägt da wohl schon wieder zu. Ein Kleeblatt? Ist der Ihre? Ja, sonst noch irgendwelche... Also die Augen, die fast anschwellen, das war alles schon da. Dürfte anschwellen.
Kraft anschwillen. Kleeblatt. Das hatte ich schon. Ja. Wo waren wir noch gleich? Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Boah, die Fragen. Wolltest du mich nicht schlagen? Ich warte noch immer auf die Prügel. Diese Frage-Antwort. Zufrieden? Wo waren wir noch gleich? Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Bist du irischer Abstammung? Ich habe einen irischen Boss, genau wie mein Freund Cobalt hier. Der Name O'Leary sagt dir doch bestimmt was, oder? Desmond O'Leary. Wenn einer in New York City lebt, hat er vom reichsten Buchmacher der Stadt sicherlich schon mal gehört. Falsche Antwort. Wieso? Doch ich hatte mich geirrt. Also schön, versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Detektiv. Ich kenne euren Freund Colbert und seine Frau. Jetzt will er dich beleidigen. Also gut, er gehört dir. Also gut, du bist dran. Und ich rufe den Boss an. Du musst brüllen, als würde ich dich windelweich hauen, ja? Desmond, wir haben da so einen scheiß Detektiv dabei erwischt, wie der Bobby Yales Bude filzen wollte. Ja, von Duns Tochter angeheuert. Wohl auf? Was genau soll das heißen? Oh klar. Machen wir. Cobert, hör auf ihn zu schlagen, du Viech! So schade. Dabei haben wir uns doch gerade erst kennengelernt. Ja, ich war dann eben mal weg. Bin jetzt wieder da. Oh, was liegt denn hier? Fios Urina. Danke, Mr. Blackshead. Legt der Briefträger die Post immer auf den Boden? Ich weiß nicht, ich... Was ist los? Das ist der Ehering meiner Mutter. Wer hatte den? Keine Ahnung. Mein Vater trug den nach ihrem Tod am kleinen Finger. Nicht immer, wie es scheint. Werden Sie für mich rauskriegen, warum? Ich versuch's, aber da gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Das hier könnte etwas zu tun haben mit... Mit dem Tod ihres Vaters und Bobby Yales Verschwinden. Ach Gott, ja, könnte sein. Oha. Hoffentlich habe ich da nichts Falsches interpretiert. Schöner regelmäßiger Puls. Also nicht nervös. Große, strahlende Augen. Sie sieht bestens ausgeruht aus. Entweder trauert sie nicht um ihren Vater, oder sie ist ein Schminkprofi. Naja, das kann alles sein. So, ich gehe es nochmal durch. Wenn wieder das zwei selbe Dinge erscheinen, dann gibt es ja nichts mehr zu sehen. Zweite.
selbe Dinge. Hä? Oha. Was war? Was ist denn? Da macht einer Fotos vom Dach aus. Sind Sie sicher? Das sehe ich mir an. Für wen ist denn das Seil, Mister? Ah, Wakely. Oh. Was zur Hölle machst du hier? Hey, ist das nicht Cassidy? Wechsle ja nicht das Thema, du mieser, kleiner, dreckiger. Warum klären wir das nicht bei einem Eis, John? Wie in den guten alten Zeiten. Wie bist du hier aufgekommen? Ich will nicht, dass dich irgendwer sieht. Selbst der erbärmlichste Wicht hat eine besondere Gabe. Etwas, das ihn oder sie besonders und kennenswert macht. Der stinkende Wakely ist da keine Ausnahme. Ganz gleich, was er anstellt. Es ist unmöglich, ihm lange böse zu sein. Oh, dieser Bourbon Shake ist köstlich. Mal probieren? Du weißt, dass ich keine Milch mag. Dein Pech. Also, Joe Dunn erhängt sich und hinterlässt den Boxclub seiner Tochter. Was sie zur ersten Frau macht, die einen Boxclub leitet, glaube ich. Die eigentliche Frage ist, warum er sich umgebracht hat. Also, das ist doch wohl offensichtlich. Ist es das? Willst du mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen, Sherlock? Ach, nach einem Grund muss man da doch gar nicht suchen. Es hängen sich doch jeden Tag Leute aus reiner Traurigkeit oder sowas auf. Mehr ist nicht dahinter. Es ist ja kein Geheimnis, dass Boxen und Korruption Hand in Hand gehen. Dann schien er ein anständiger Kerl zu sein. Vielleicht war er das Kämpfen einfach leid. Nun spielt eigentlich keine Rolle. Nur so eine Ahnung. Würde ich nicht mein Leben drauf verwetten. Ich habe da noch andere Verdächtige. Etwa O'Leary, den Buchmacher. Desmond O'Leary? Der gleiche O'Leary, der mal mit Helen Moore zusammen war? Mit Amerikas Nummer 1 Schnuckel? Also das ist meine Frau. Und dann wäre da dieses Walross. Wer war der Typ überhaupt? Komm schon! Du hast noch nie von Frank Cassidy gehört? Dem Präsidenten des Verbands der Boxmanager? Der ist zudem der Agent von Stone. Dem Gegner von Bobby Yale. Hm. Der könnte doch wissen, warum Dunn sich umgebracht hat, oder? Ich beschloss, Wakely zu bitten, Cassidy unter die Lupe zu nehmen. Warum? Wakely hatte recht. Cassidy hätte wissen können, warum Dunn sich umgebracht hat. Und Wakely war bereits zu neugierig. Je weiter ich ihn vom Boxclub fernhalten konnte, desto besser. Aber bei Wakely ist man nie sicher, was am besten wäre. Sollte ich ihm einen Befehl geben oder eine subtile Andeutung fallen lassen? Direktor Befehl. Komm schon. Ach Mann. Ich weiß, dass du es kaum erwarten kannst, mich darum zu bitten, bei Cassidy Ermittlungen anzustellen. Ich seh's dir doch an. Nun, ja, vielleicht. Du musst nicht mal groß bitten. Schon erledigt. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Sag Sonja Dunn, dass ein legendärer Journalist von What News ein Interview mit ihr möchte. Wakely, bitte. Tja, falls nicht, dann bye-bye, Cassidy. Nun gut, ich will sehen, was ich tun kann. Super, dann wäre das also geregelt. Übrigens, ich habe dir noch gar nicht gesagt, was mit Colbert passiert ist, oder? Nein, was ist es denn?
Also, kann sein, dass ich diese Informationen noch zurückhalten muss, bis du mir was über Cassidy erzählst. Wird dir gefallen. Ja. Und? War denn jemand auf dem Dach? Ja, aber der war schneller als ich. Hab ihn nicht zu packen gekriegt. Ein schneller Spanner und ein langsamer Detektiv. Heute muss mein Glückstag sein. Ja, das habe ich jetzt bewusst gemacht. Ihn nicht verraten. Weil ich brauche ja noch Informationen, deswegen. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. So, ich versuche sie jetzt mal zu überreden zu dem Interview. Miss Dunn, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Haben Sie sich mit Ihrem Vater verstanden? Sagen wir einfach, dass sich unser Verhältnis entspannt hat, als ich mich bei der Sunny University eingeschrieben habe, die mit dem Auto 8 Stunden von hier entfernt ist. Soll heißen? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Mr. Blacksett. Mein Vater, Joe Dunn, ist an dem Tag verschwunden, an dem meine Mutter gestorben ist. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Joe Dunn, mein Erziehungsberechtigter. Ein Mann, der mir was zu essen und zum Anziehen gab und mich zur Schule schickte. Und das ist schon mehr, als Sie überhaupt zu wissen brauchen. Ich habe gesehen, wie Sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Ah ja, ich kann ja auch Schlussfolgern. Reproduzieren wollte ich jetzt sagen. Schlussfolgern natürlich. Oh, das ist nicht so mein Ding. Das ist nicht so meine Stärke, ja. Aber was sollte ich hinkriegen, ja. Mary hat eine schöne und saubere Handschrift. Ja, das hat damit. Da liegen Duns. Nein. Ah, Schriftvergleich kann nicht sein, ne? Jemand hat einen Farbeimer, Mülltonne. Wie soll ich das alles schlussfolgern? Wiggly hat sich Fotos von ja, wie, und seine Geliebte gemacht. Tisch. Das hat damit nichts zu tun. Die Handschrift hat damit auch nichts zu tun. Och, ja. Lautans Tisch. Ja, Eimer in Mülltonne. Was soll ich damit anfangen? Schöne Handschrift. Das sag ich doch. Ich habe zu lang nichts geschlussfolgert oder nie. Ob ich doch mal das mit dem schönen Nein, mit der Handschrift. Das und das. Na, die wird das kaum geschrieben haben. Also hat das hier von der Schlussfolgerung. Okay, ich stelle fest, ich bin dumm. Ja. Die Geliebte.
Thunder. Soll ich das echt verwenden mit? Oh nein, komm, ich hab da jetzt keinen Bock. Das mache ich jetzt. Ich kann, es ist spät, ich schieb's auf die Zeit. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Ja, ist ja gut. Ich habe verstanden. Hinten ist auch ein Tresor. Und wenn ich das mit dem Schlussfolgern erstmal lasse. So. Na, das hier unten. Das hier unten. Jetzt war es kurz wieder da. Oh Mann, ey, wieso ist das unter der Kiste so blöd? Jetzt nimm das endlich. Ist ja nicht zu fassen, ey. So, jetzt habe ich die Dietriche. Jetzt mache ich mich dann auch gleich auf zum Spind. Für Schlussfolgerungen ist später noch Zeit. Oh, endlich die Karte von der Kiste. So, wo war der Spind? Liegt hier noch was? Vorne vielleicht? Jawohl. die Sammelleidenschaft, die hat wieder. Die hat mich wieder übernommen. So. So, einkleben. Nein, hier geht's nach draußen. Anrufen muss ich, glaube ich. Hier flackert's an der Wand. Anrufen muss ich, glaube ich, niemand. So, jetzt will ich mal wissen, was ich losgetreten habe. Hat ja gemeint, er hätte das Tor zur Hölle aufgeschlagen. Wichtige Dinge, wie es aussieht. Was? Loch und andere Gedichte? Eigenes tragbares Fitnesscenter. Bis zu 5 robuste Federn, um ihren Oberkörper zu stählern. Ah. Das hat doch der draußen in der Gasse der Mann auch gefunden. Okay. Aber der wird mir auch nur erzählen, dass wo er es gefunden hat. Das Hirn eines Rassisten ist so voller Hass, dass unwichtige Dinge nicht mehr reinpassen, so wie gesunder Menschenverstand oder Rechtschreibung. Doch dieser höchst kultivierte Autor hat den Fehler entdeckt und versucht, ihn zu korrigieren. Bin mir aber nicht sicher, was mir das Ergebnis sagen soll. Na, das gehe ich mal nicht drauf ein. Den Blödsinn. Ja? Wir wollen ja korrekt bleiben. Oh, ein Schlüssel. Und hier ist ein Bild, das darf ich nicht anschauen. Hm. Was zur Hölle? Jay! Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir nicht die Fresse polieren soll. Was zur Hölle hast du in meinem Spind zu suchen? Ich bin Detektiv. Ist nun mal mein Job. Ja, und mein Freund. Zumindest dachte ich das mal.
loslassen. Manchmal kann ich die Jungen. Okay. Seine Wut. Keine Ahnung, was mich das, was mir das bringen soll. Oh, halt. Stopp! Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder hat ein schmuckes Glied. Wahnsinn. Da werde ich wohl nichts Scheiß finden. Ohne Scheiß kein Preis. Ist es nicht erhellend intelligent, was auf Toiletten so steht? Wenn du boxen willst, musst du trainieren. Wenn du siegen willst, musst du härter trainieren. Ja. Ja, ist ja gut. Ich hab's gesehen. Scheint an der Oberfläche trocken zu sein. Aber es ist kein Staub da. Und weiter unten ist es noch feucht. Vielleicht an dem Tag runtergefallen, an dem Dan starb. Ja. Das sind doch auch nur die Fußspuren, die nach draußen führen. Ah, diese Schlussfolgerung, die macht mich noch wahnsinnig. Wütend, als ich mich jemand hat. Und dann haben wir doch noch den Farbfleck. Ja, das habe ich ja. Oha. Den Farbfleck. Und was könnte da noch? Den Boden. Farbfleck. Och man, ihr habt ja auch, ihr seid blöd. Jetzt war ich schon. Okay, nochmal. Noch ein letztes Mal. Ich hab ja auch noch Zeitlimit. Ach komm, weg. Ach, weg jetzt. Ach, nein, ich möchte das nicht. Unten ist aber auch ein Fleck. Sieht nach Blut aus. Sag mal, ich höre doch hier ständig jemand boxen. Ah, hier. Bitte, Jake. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt. Lass mich in Ruhe. Ja, das bringt mir nichts. Moment, kurz umschalten. Wie lange bin ich ja schon dabei? Oh. Ich gehe nochmal nach draußen. Folge nochmal der Spur. Wo ging es jetzt raus? Hier. Eigentlich wollte ich ja auch nochmal in das Café. Und es hat gespeichert. Genau das wollte ich jetzt, dass es speichert. Und ja.
Damit möchte ich diesen Part auch wieder beenden. Es ging mit Ruckeleien, war nicht so schlimm, aber die Fehler sind deutlich zu sehen, manchmal zwischendurch noch. Der Part lief komischerweise richtig gut, also das Spiel lief sehr gut. Und deswegen, ja, bis zum nächsten Part. Es geht weiter und das nächste Mal da mit den Schlussfolgerungen. Das finde ich etwas fies, dass ich hier noch eine Zeit habe. Zeitlimit, um da die Schlussfolgerung abzuschließen. Aber so ist es nun mal. Ja. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es war etwas unterhaltsam wieder. Und ja, immer vielen Dank fürs... Habe ich schon gesagt jetzt. Ja. Wie eine Schallplatte mit Riss. Okay, dann bin ich wieder weg. Bis denn. Tschüss.